So, da sind wir wieder. Und da Chris nicht genug von mir bekommen kann, ist auch weiterhin dabei. Ich klebe an deinem Arsch. Ich brauch dich. Wo ist das Feuerzeug? Denn wer das Dokument gerade überflogen hat oder ungefähr weiß, was drin steht, die Zombies müssen wir jetzt niederbrennen. Dazu brauchen wir das Öl, beziehungsweise den Treibstoff und ein Feuerzeug. Normalerweise lag das immer in dem Raum, wo wir gerade waren, aber jetzt nicht. Ich gehe übrigens extra jetzt schon hier lang, ne? Kann ich hier schon rein? Ne, aber ich meine, dahin kann ich schon rein. Warte, stopp. Das nervt wieder. Noch da? Panax laufen lassen? Warte. So, kann weitergehen. Drei. Also, zwei, hast du laufen, hast du. Hä? Hast laufen lassen, ja? Ja. Okay, also machen wir nochmal. Drei, zwei, eins. So, die Tür ist verschlossen. Aber ich meine, dahinter können wir schon durch, oder? Wow, wow, nein, da können wir noch nicht durch. Da können wir noch nicht durch. Das lassen wir jetzt erstmal. That was a close one. War die Tür dahinter? Auch. Ach, fickt euch. Er wollte unbedingt an Jills Boobies rabbeln. Ich muss an den vorbei. Das mache ich lieber hier unten. Du kannst an der Treppe relativ leicht an ihnen vorbeilaufen. Musst nur aufpassen, dass sie dich nicht ankotzen. An der Kante hier? Na, Hauptsache, du bist auch eine Schräge. Auf der Gerade kann er. Genau. So? Genau. Perfekt. Gut. Danke für den Tipp. Hier kann ich noch nicht durch, ne? Genau. Von der Seite glaube ich nicht. Nee. Du gehst ein bisschen dadurch und dann gehst du nach. Kann ich schon in den Keller rein jetzt? Ich glaube auch, aber geh erstmal jetzt hier nach hinten. Da wo der Zombie gerade ist. Soll ich's mitnehmen schon? Ich meine. Brauchst du es nicht. Es sei denn, du willst die Karte haben. Nee. Oh oh. Sag dir, das ist nicht der einzige Zombie hier. Wo bin ich denn überhaupt gerade? Ah, da bin ich! Ich hab mich gar nicht gesehen! Jetzt kann ich noch killen. Wenn sich andere nicht davor drängelt. Ist er tot? Nee, ist er nicht. Egal. Fuck, hier sehen wir Andy, wie er failed. Fuck. Solltest eigentlich da hinten hin, wo der Zombie herkam. Das sagst du mir jetzt. Das sagst du mir jetzt. Das habe ich dir vorhin auch gesagt. Ich werde versuchen, an beiden vorbeizulaufen. Stell dich ins Licht, dort sehen wir gut, wie du stirbst. Ja, verdammt, ich wollte an der Seite vorbeilaufen. So, ich lade, glaube ich, lieber, oder? Keine Ahnung. Aber du musst schon ganz schön halb tot sein. Nee, ich habe ja noch meine ganze Dolch jetzt verbraucht. Ach so, na dann mach weiter. Na, ich dachte, ich komme noch vorbei. Fick dich. Okay, das war's. Geraped, scheiße. Gib uns die Todesanimation. Na, fuck. So einfach kann's gehen. Es war gut, dass du gespeichert hast. Selbst mit meiner Hilfe stirbst du. Ja, du kannst. Komm vorbei, komm vorbei. Wer hätte das gedacht? Das dritte Video und schon stirbt er. Ja. Ja, die haben mich so gegangraped. Aber ein Glück habe ich gespeichert. Ihr seht schon. So wird es auch weiterhin laufen. Kacke. Warum habe ich nicht normal genommen? Ich Idiot. Naja, so haben die Zuschauer mehr zu lachen. Und auch ich. Wieder. Ja, aber vor allen Dingen du, ne? Nein, ich will das da rein tun, so. Okay. Ich schieb's einfach gleich darauf, dass es am Lecken ist hier. Nein. Tut's natürlich nicht. Lag. Idioten. So, hoffentlich kriege ich jetzt wieder umlaufen. Das ist echt nervig, vor allem da ich schon lange nicht mehr mit der Störung gespielt habe.
Oh, come on. Ja, ich weiß, ich schieb's jetzt nicht du in die Steuerung. Du als alter Resident Evil Veteran meckerst über die Steuerung. Nein, ich meckere nicht über die Steuerung, aber ich weiß, wie lange ich schon kein Resident Evil mehr gespielt habe. Seit unserem X-Battle 3 Ding habe ich schon kein Resident Evil mehr gespielt. Ah, fick dich! Warum kotzt du nicht, Arschloch? Ja, flieg runter, Schlampe. Denk dir einfach immer aus den Augen. Wenn du nach vorne drückst, läufst du nach vorne und der Rest. Kommt schon. Bitte stirb. Bitte stirb! Na also. Ich hoffe, er ist jetzt ganz tot. Natürlich nicht. Liegt man im Übrigen daran, dass ich mit den Arsch schieße und er wieder aufsteht. Ist das nervig. Stirb jetzt endlich. Headshot, so. Jetzt verrecke. Elendig. Nein, Kopf. Sobald diese Blutlache unter ihm entsteht, ist er ganz tot. Muss immer nachladen. Ich hab schon jetzt gerade keine Lust mehr. Second try. Also ich find's gut. Ah, shit. Je weniger Lust du hast, desto mehr Lust habe ich. Ja, das merke ich. So, jetzt aber. Ja, ey, das gewinnt doch nicht! Ah, still. Meine Fresse. Geh einfach weiter, oder? Ja. Ich kann noch hinterrücks killen. Ja, lach du ruhig! Es ist amüsant und es wird noch viel amüsanter, glaube ich. Jetzt müsst ihr nicht nur Andi hören, wie er fluchend über dem Spiel sitzt, sondern auch wie einer drüber lacht. So, zerknülltes Memo. Sagt uns jetzt zusammenfassend, dass Hunde auf dem Balkon auf uns warten. Im Prinzip. Jupp. Und ich glaube, es sagt auch schon, dass da die Hundepfeife irgendwie nützlich ist oder so. Jo, Pistolenmagazin. Die wir hier, glaube ich, die du schon gefunden hast, genau. Mhm. Pistolenmagazin habe ich, lag hier nicht irgendwo auf dem Kraut oder so, meine ich? Yes! Ja, Feuerzeug! Was machen wir? Wir können jetzt zurücklaufen. Wenn wir den einen Zombie killen, können wir die beiden im Treppenhaus schon mal anzünden. Danach machen wir weiter. Geh doch einfach durch die Tür da. Nein, da sind wieder Zombies! Ich denke, du willst ins Treppenhaus. Ja, da muss ich aber durch die andere Tür doch, oder? Ich meine in das Treppenhaus vor dem Safe Room und die beiden Zombies schon mal anzünden. Ja, da bist du jetzt. Oh. Cool. Ich sehe schon, deine Orientierung ist die von einem Nierpferd. Ach, halt die Klappe. Dafür hast du mich, damit du dich nicht verläufst. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich hab, wie gesagt, wer mich kennt, weiß, dass ich die Orientierung einer Bockwurst hab. Aber wie gesagt, dafür hab ich ja dich. Treibstoffkanister. So, den füllen wir jetzt auf. Es lohnt sich aber nicht, die beiden Sachen mitzunehmen, ne? Welche beiden? Das Feuerzeug und den Treibstoffkanister. Jo, brauchst du ja beides. Ja, das weiß ich, aber es lohnt sich nicht, die mitzunehmen außerhalb von. Ich will den da jetzt anzünden. Na, mit dem knappen Inventar nicht unbedingt. Aber ich würde jetzt wegrennen. Ja! Gut. So. Brille. Auch noch? Dann haben wir wenigstens gleich Ruhe in dem Treppenhaus hier, ne? Das brauche ich jetzt nicht. Natürlich brauche ich das jetzt. Vorerst zumindest. Ach, jetzt geh ich auch schon drauf, verdammt. Das Menü hasst mich gerade. Lauf, Jim! Ja, die Welt hasst dich mal wieder. Ich würde es ja nicht wieder speichern, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß, das darf ich mir nicht erlauben. Oh Gott, und mit dir will ich diesen Hardrun überstehen. Worauf habe ich mich ja eingelassen? Musst du ja nicht. Aber ich bin für jede Hilfe dankbar. Ich weiß gar nicht, ob ich dich bei irgendeinem Part überhaupt allein lassen kann. Wer hat dich eigentlich eingeladen? Ich war's, glaube ich, ne? Ach, dieser komische Typ mit den fettigen Haaren. Hahaha. Ha, ha. Solche Pistole wegen dir weggelegt. Okay, wir haben die Hundepfeife und. Ja. Genug Munition, aber. Das ist doch das einzige Key-Item sein, was du im Moment hast. Na, und den Schlüssel. Den Schlüssel, genau. So, weiter geht's. Und ich sollte die Pistole vielleicht ausrüsten. Wäre ganz intelligent. So, wie kommen wir jetzt dahin? Was lustig ist, dass deine Bockwurst-Orientierung in diesem Spiel hier ordentlich bestraft wird. Wenn du mehrmals bestimmte Räume durchquerst, tauchen immer wieder
bestimmte neue Gegner auf, teilweise. Ich komme jetzt, ich muss jetzt in den Hauptraum, erste Etage. Ich habe jetzt die Wahl, unten rum zurückzulaufen, dann müsste ich aber diese kaputte Türklinke da ein bisschen benutzen. Aber ich glaube, ich gehe lieber. Ich würde auch so nicht unten. Geh oben. Geh oben, wollte ich besser. Hatte ich ja vorher, da muss ich bloß an dem einen Zombie vorbei. Bloß. Schon schwer genug für mich gerade. Don't die on me. Ah, entschuldigung. So, der kann mich mal am Arsch lecken. Jetzt muss ich kameramäßig gucken, dass ich klarkomme. Ah, fick dich. Ha! Schlappe. Geht doch. Was ist, wenn ich hier reingehe? Ich guck mal ganz kurz die Karte an. Da komme ich eh wahrscheinlich noch nicht rein, ne? Na, dachte ich mir. Hier liegt nichts, ne? Schade. Genau, gib den Zuschauern ein paar tiefgründige Side-Texte. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Who are you talking nichts to? Nichts Besonderes. Ja. Ist immer sehr amüsant teilweise in den Spielen, wenn man irgendwann anquatscht. Barry. Hallo. Seit wann? Wieso? Ja. Kurze Erklärung. Hätte ich diese Cutscene erst mir quasi angeschaut und hätte danach versucht, mir das Gewehr zu holen, wäre ich gestorben. Denn man muss sich erst das Gewehr holen und danach die Cutscene anschauen, denn danach rettet ein Barry nicht mehr. Ja, das wusste selbst ich nicht mal. Es gibt immer noch so ein paar Sachen, die das Spiel doch neu sein kann in dem Spiel. Ich hatte mich nämlich auch gewundert. Warum sterben? Warum ist es manchmal? Warum ist es manchmal nicht? Säuregeschosse. Chris, gegen wen sind die super effektiv? Säure ist quasi gegen jegliches Virus wie in. Ist quasi die Nonplusultra-Waffe von Jill. Abgesehen von der Magnum später. Okay. Es gibt noch die normalen Granaten. Das ist halt Standard und die Flammable, also die Napalm-Granaten. Brandgranaten gegen die Hunter, ne? Meine ich. Weiß ich gar nicht in dem Spiel. Also Säure ist auf jeden Fall gegen alle gut. Ich glaube, eine Säuregranate killt ein Zombie instantly. Okay. Ich weiß genau, warum du jetzt lachst. Ich weiß es ganz genau und ich. Have fun, Bro. Ich höre ihn aber noch nicht. Boah, ich hab voll Schiss gerade. Wow! Er ist es nicht. Das ist, und ich habe es mal, den nenne ich Valentino. Als Anekdote daran, dass ich, das Spiel mal mit meiner besten Freundin gespielt habe und sie ihn Valentino genannt hat. Und ganz traurig war, dass ich ihn umgebracht habe und sehr erfreut war, dass er am Ende wieder gelebt hat. Deswegen, er heißt jetzt offiziell Valentino. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich links oder rechts rein muss. Ich gucke mal auf die Karte. Der rechte müsste der Raum sein, wo du die Pfeilspitze gefunden hast. Ja, das sagt da kannst, genau. Mach mal auf, die Tür müsste verschlossen sein, die müsstest du jetzt aufschließen. Und dann gehst du da aber nicht rein. Nee, doch nicht, von der anderen Seite. Nee, da musst du aber jetzt auch nicht rein. Ich muss hier rein. Oh Gott. Ich darf nicht so doof lachen, sonst verrate ich dir mal alles. Ich dachte nämlich, dass Forrest jetzt hier auftaucht. Na, eigentlich schon. Das ist, glaube ich, der erste Ort, wo er kommt. Später dann. Ah, fuck. Oh, thank God. Ich kann ihn hier nicht umlaufen. Ich geh nochmal raus, damit ich einen neuen triggern kann und überleg mir mal, wie ich jetzt da vorbeikomme. Soll ich ihn töten? Eben hättest du es geschafft. Er war zur Wand geneigt und du hättest an der anderen Wand gemütlich um ihn herumlaufen können, denke ich. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Weil er die Arme echt an der Wand hatte, hättest du einmal ihn umrunden können. Quasi an der Wand, wo du jetzt stehst hier, da hat er hingeguckt. Und dann gehst du zurück. Wenn er nicht direkt auf dich guckt. Ja, oder so. Jo. Dann hier geht's immer noch. Solange es keine Crimson Heads sind. Und wo geht's jetzt lang? Tja. Also ich weiß, dass unten der Safe-Raum ist, aber ich würde ganz gerne mal die Hundepfeife benutzen. Da ist die Tür da hinten, wo du gerade herkommst. Die verschlossene. Die hättest du da aufschließen können, du hast dann Dietrich. An alle meine Viewer. Dieses Schwein hätte mir das ruhig vorher sagen können, oder? Also Chris, manchmal hasse ich dich einfach. Ganz, ganz ehrlich. Es ist dein, ist es,
Es ist dein Let's Play, ich bin doch nicht dein Lösungsbuch. Du weißt doch ganz genau, wo ich langlaufen wollte. Ich mach hier erstmal auf. Ja, da würde ich jetzt aber nicht reingehen. Hatte ich auch nicht vor. Hier komm ich dann wahrscheinlich noch nicht rein. Ich kann nicht damit verarschen, ich bin irgendwas. Fuck! Now I'm surrounded. Ich muss an dem da oben vorbeilaufen. Irgendwie. Ja, jetzt. Renne. Lauf! Ja! Sweet. Kann ich damit gut verarschen. Ich behaupte dann irgendwann, da geht's lang und dann kommt der Mega-Todesfalle. Und selbst Chris, der versucht mich zwangsweise killen zu lassen, selbst den überlebe ich. Ha! Als wäre spiel ich schon hast du den Dietrich gerade aus dem Menü ausgewählt? Mhm.